Guten Morgen heute am Mittwoch, den 8.4.2020. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen gemeinsam mit einem Händler der LSX über das Marktgeschehen, was sich heute ereignen könnte, über interessante Aktien und natürlich auch darüber, was sich am Vorabend ereignet hat. Und am Vorabend gab es erneut im Dow Jones eine starke Rallye. Der Kurs ging bis 23.564 Punkte. Konnte die Gewinne aber im Handelsverlauf nicht halten. Heute Morgen sehen wir im Nikkei hingegen Aufschläge von über 2%. Hongkong war leicht im Minus, also ein ähnlicher Verlauf wie die Wall Street gestern. Und der Nikkei profitiert hier von positiven Daten. Die Maschinenaufträge, die Kernrate ist im Februar überraschend gestiegen. Hier war ein Minus von 2,9% erwartet worden. Und im Februar war es sogar ein Plus von 2,3%. Und damit kann es fast an den Vormonat anknüpfen. Auch positive Einzelunternehmensdaten sind hier in Japan vernommen worden. Nintendo zum Beispiel hat Lieferengpässe, also die Nintendo-Spielgeräte werden hier in den Homeoffice-Regionen stark nachgefragt. Die Rallye in New York wurde abverkauft, wie schon gesagt, der Stimulus verpuffte ein wenig, der gestern kam, aber der DAX konnte diesen Stimulus, diesen Drive noch mitnehmen und hat seine Gewinne über 10.000 Punkte ausgebaut, sogar bis 10.590 Punkte ging es nach oben und das ist heute unser erstes Thema sein, heute mit dem Daniel von L&S. Guten Morgen nach Düsseldorf. Guten Morgen, Andreas, ich grüße dich. Ja, wir hatten bereits angesprochen, dass die Rallye ein wenig verpufft ist in den USA gestern. Der Dow Jones hat per Closing dann seine gesamten Gewinne wieder abgeben müssen. Im DAX war das nicht der Fall. Klar, Xetra schließt auch eher. Wie sieht das Ganze denn heute Morgen aus? Ja, wir handeln aktuell ungefähr auf der Basis vom Xetra-Schlusskurs gestern um 17.30 Uhr. Wir sind aktuell bei einem DAX-Stand bei 10.330 Punkten. Im Hoch gestern, im Tagesverlauf, waren wir bei 10.570. Die starken Gewinne konnten wir nicht ganz halten, aber wir haben uns immerhin mit einem kleinen Plus in den Abend verabschiedet. Ja, damit ist ja auch ein Gap geschlossen worden zu Mitte März im DAX. Insofern vielleicht auch ein Widerstandsbereich, vielleicht auch ein Bereich, der für weitere Kursaufschläge sorgen könnte. Hört man da bereits Stimmen aus dem Markt oder nimmt man da entsprechende Orders wahr? Ja, ich bin im Großen und Ganzen ganz zufrieden, dass wir uns zum gestrigen Handelstag auf 10.300 ungefähr halten können. Wir haben unheimlich volatile Tage, ne? Also wir hatten gestern eine Tagesschwankung von knapp 400 Punkten im DAX gesehen. Wie du auch schon richtig angesprochen hast, wir waren im Hoch bei 10.570 und gegen 22 Uhr, gegen Schluss der Amerikaner, war der Markt bei 10.200. Also da sprechen wir über 370 Punkte. Das ist eigentlich sind Wahnsinnstage, ne? Früher hatten wir eine Jahresperformance von 400, von 500 Punkten und da sprechen wir innerhalb von 24 Stunden drüber. Von daher im Großen und Ganzen bin ich mal froh, da wäre ich zufrieden, wenn der Markt sich auf diesem Niveau ein wenig einpendelt und mal ein wenig verharrt. Ja, das denke ich auch, dass einige Anleger über ein bisschen Durchatmen, über ein bisschen Ruhe am Markt sehr, sehr froh wären. Trader hingegen schauen eher auf Einzelwerte und da müssen wir heute noch einmal die Lufthansa ansprechen, denn hier gab es News. Richtig, genau. Die würde ich auch heute noch mal gerne aufgreifen. Mein Kollege hat ja gestern schon drüber gesprochen. Jetzt hat sich gestern Nachmittag der Vorstand zu Wort gemeldet. Es ist tatsächlich so, dass die Tochter Germanwings eingestellt wird. Und nicht nur die Tochter Germanwings, sondern man hat sich dazu entschieden, insgesamt 60 von insgesamt 760 Maschinen am Boden zu belassen. Und nicht für einen kurzfristigen Zeitraum, sondern dauerhaft. Der Vorstand der Lufthansa geht davon aus, dass auch nach der Krise, wenn sie überstanden ist, der Flugverkehr sich dauerhaft ändern wird. Das Chartbild, was wir uns gerade gemeinsam ansehen, zeigt ein leichtes Plus heute vorbörslich. Also hier könnte vielleicht die Post abgehen und die Post abgehen ist auch das Stichwort für die nächste Aktie, die wir uns ansehen möchten. Und zwar ist das die Deutsche Post. Richtig, super Überleitung übrigens. Die Deutsche Post würde ich auch gerne aufgreifen.
Da hat sich der Vorstand auch zu Wort gemeldet. Man reiht sich ein, wie auch schon viele andere Unternehmen. Die Prognose für 2020 hat keinen Bestand mehr. Die Unsicherheit ist einfach zu groß. Man kann jetzt nicht abschätzen, wie der weitere Verlauf des Jahres ist. Man hat eine genaue Aussage zum ersten Quartal getroffen. Da war der negative Effekt noch relativ moderat. Aber die Aussichten für den Rest des Jahres ist schwierig abzuschätzen. Was natürlich auf der anderen Seite eventuell für die Post sprechen könnte, ist, dass die Deutsche Post in Asien sehr stark vertreten ist. Und wie man hört aus den Medien, wird die chinesische Wirtschaft ja teilweise wieder hochgefahren. Also da ist ja schon die Zahl so von 95% der Leistung die Rede. Von daher könnte das positiv für die Deutsche Post dann noch sein. Aktuell hält sich der Kurs sehr gut. Wir notieren bei 25,75 €. Der Schlusskurs ist bei 25,90 €. Also leicht im Minus die Deutsche Post. Ja, insgesamt jedoch eine Erholung von ungefähr 30% ab dem Tief. Kann man auch in Deutschland davon ausgehen, dass in Corona-Zeiten die Menschen vielleicht mehr Briefe schreiben oder zu Ostern mehr Päckchen versenden? Ja, auf jeden Fall, glaube ich schon. Insgesamt hat die Deutsche Post, glaube ich, auch schon gemeldet, dass der Paketversand jetzt vor Ostern fast auf einem Niveau ist wie vor Weihnachten. Im Großen und Ganzen, aber man muss auch da abwarten, wie sich die nächsten Tage und Wochen entwickeln. Insgesamt glaube ich schon, dass das Konsumverhalten der Menschen relativ verhalten ist. Man weiß nicht, was kommt auf uns zu, auch in den nächsten Wochen. Von daher muss man einfach mal abwarten, wie sich das Paketgeschäft bei der Deutschen Post entwickelt. Auf der anderen Seite, Amazon hat 100.000 neue Mitarbeiter eingestellt oder dies zumindest in Aussicht gestellt. Also hier wird der Onlinehandel weiterhin zunehmen und ich glaube, dass hier auch entsprechender Bedarf vorhanden ist. Wo weniger Bedarf ist, ist vielleicht der Filialbetrieb bei Banken. Und da haben wir einen ehemaligen DAX-Kandidaten oder auch ein Gründungsmitglied des DAX hier noch einmal auf den Schirm, die liebe gute Commerzbank. Richtig, genau. Cobank gibt es heute Morgen auch Neuigkeiten aus dem Markt. Es gibt einen Bericht, dass der Verkauf der polnischen M-Bank wohl aktuell auf Eis liegt. Das liegt daran, dass wegen der Reisebeschränkungen und der Kontaktsperre natürlich Verhandlungen in den Zeiten unheimlich schwierig sind. Von daher gibt es die Meldung im Markt, dass der Verkauf vorerst auf Eis gelegt ist. Das sieht auch vorbörslich leicht fester aus, also diese Nachricht wird wohl vom Markt, wie das aktuelle Chartbild zeigt, hier positiv aufgenommen. Vielen Dank erstmal nach Düsseldorf an dich, Daniel. Gerne. Ja, und wir schauen noch einmal auf die Termine des Tages, beziehungsweise den Termin des Tages, denn heute steht nur ein Termin an und das ist das FOMC-Sitzungsprotokoll der US-Notenbank. Und dazu vielleicht ein paar Hintergrundinformationen, weil es so wenig Termine heute gibt. Dieses Komitee trifft sich 8-mal im Jahr und mustert quasi die Arbeit und Ausrichtung der US-Notenbank. FED gibt hierbei Hinweise auf Risiken, auf die langfristigen Ziele, die da wären, Preisstabilität, nachhaltiges Wirtschaftswachstum und so weiter. Und diese Protokolle werden mit Spannung am Markt erwartet. Heute 20 Uhr in den USA, also in den letzten beiden Handelsstunden der Wall Street, kann das noch einmal Auswirkungen haben. Wir sehen uns morgen wieder. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und die LSX natürlich. Bleiben Sie gesund.